beim Opa Gamer mit einer Folge Gas Station Simulator. Ja, habe ich ein bisschen vernachlässigt. Und ich hatte es ja neu begonnen mit dem Flughafen-DLC und hatte dann auch schon, habe auch schon ein bisschen was erreicht hier. Und es kommen gerade wieder die ganzen Errungenschaften hier raus. Wahrscheinlich gab es ein Update, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe mittlerweile tatsächlich auch schon Mitarbeiter und ich soll jetzt telefonieren. Genau, aber wir müssen jetzt hier mal gucken. Haben wir noch irgendwas am Flughafen für hier rein? Genau. Das ist nämlich das Gute jetzt durch den Flughafen. Haben wir ein größeres Lager. Das können wir mitnutzen. Auch wenn es im Moment leer ist. Füllen wir eben alles auf. Muss ich mich auch hier kurz mal wieder ein bisschen reintun. Das ist nämlich. Ja, warum jetzt die ganzen Errungenschaften hier wieder kommen, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Aber gut. Wie es aussieht, brauchen wir unbedingt mal wieder Zeugs, ne? Und wie es aussieht, brauchen wir eine Putzkolonne. Die schmeißen ja hier immer wieder alles weg. Ist Amelie anscheinend da? Ja. Ist das Amelie? Ja, Amelie immer noch. Amelie immer noch da, jawohl. Sehr gut. Waschhalle sind wir noch zu, weil das ist einfach zu viel. Bleibt auch erstmal so. Wenn es irgendwann mal als SB-Waschanlage läuft. Wird aber noch ein bisschen dauern. So, Flugzeug, genau. Wir müssen uns auch um Flugzeuge irgendwann mal wieder kümmern. Aber erst muss ich mal ganz kurz hier ein bisschen Ordnung schaffen. Denn hier ist einiges los. Tankstelle. Interessanterweise kann ich tanken, obwohl der Mitarbeiter da ist, ne? Weil der ist nicht mehr lange da, sehe ich gerade. Ja, ich soll den Telefonanruf entgegennehmen, möchte ich aber noch gar nicht. Keine Brillen mehr da. Ich habe doch Brillen. Guck mal hier. Ganz schöne Brillen. Kauf doch mal die, die da sind. Ja, hier ist nichts, ist klar. Da muss ich mich auch mal intensiver drum kümmern. Haben wir noch Papier? Ja, haben wir noch. Geht aber jetzt gerade mal nicht viel rein. Und da hätte ich gerne bessere Stückelung. Was denn hier? Haben wir auch nichts mehr? Ja, da haben wir hier auch nichts und gar nichts mehr. Eieieiei, ich muss Waren bestellen und ja, Feierabend, ne? Muss ich mal gucken, ob ich noch einen über habe. Das Spiel ist sehr, sehr, sehr stressig. Das sage ich ja schon mal gleich. Es sei denn, du machst es nur so halbherzig, aber das ist. Kann ich jetzt nicht so machen, ne? Ja. Mein Gott. Awesome. Och nee, habe ich gerade eben das leer gemacht. Also, bitte. Fehlt's überall, ne? Überall am Meckern hier. Wie gesagt, es steht da hinten irgendwie noch ein Auto mit Zeugs. Garage ist zu. Haben wir ein Licht? Ich weiß es gar nicht mehr. Kasse. First Tip. Also irgendwie. Nein, ich werde jetzt noch nicht telefonieren. Ich müsste mal kurz rüber zum Flughafen. Ja, Dennis hat sich hier überall verewigt. Ich weiß, ich kann ihn abstellen. Er ist auch weg. Oh Gott. Genau. So, wie sieht's denn aus? Angestellte. Wie es aussieht,
Als allererstes kann ich mir noch einen kaufen. Wurde hier einiges, ist hier einiges passiert. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, ne? Ist ja echt der Hammer. Und ich kann den nächsten auch noch kaufen. Hier steht in der Kasse. Oh Gott. Ja, dann stellen wir doch Leute ein. Ne? Das wäre doch mal was. Einstellen. Charlotte. Ja, komm. Wie viele Mitarbeiter haben wir überhaupt? Zeitplan. Amelie. Warte mal. Jetzt wird's stressig. Moment. Wie funktioniert denn das jetzt? Samir? Nee. Ja, bezahlen mal erst. Dann ist das schon mal erledigt. So. Tanken. Autos. 14 die Stunde. Nina. Arbeit, Gehalt, Prämie, Schicht. Automatisch bezahlen. Ja, das kann man nicht machen. Dann ist das. Ist das vom Hals? Ja, das wurde hier geändert. Es wurden deutlich mehr Mitarbeiter möglich. Was auch sehr gut ist bei dem Stress hier. Bediene die Kasse. Nebenjob. Was kannst du denn? Auch Kasse. Das heißt, ich kann das jetzt hier automatisieren oder was? Tag, Nacht, 8 bis 20. Der Nikolaus ist immer noch da. Ach, hier sehe ich es. Jetzt. So, dann geh du mal an die Kasse. Das ist entlassen bestimmt. Will ich nicht. Hauptjob. Ach so, Kasse haben wir schon. Diene die Kasse. Macht ihr das jetzt tatsächlich automatisch? Der ist jetzt gleich weg. Dann können wir machen. Zumindest mal auf die Bühne. Der haut die gleich ab, vermutlich. Kasse ist nicht besetzt. Nee. Hier stehen 9 Stück. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie kriege ich einen. Amelie, wie kriege ich denn dich jetzt an die Kasse? Da steht Tag, da muss ich auf Nacht stellen. Ne? Wie viel haben wir denn? Kommt die jetzt automatisch? Ja, das wird wohl so sein. Brauchen Sie die Mitarbeiter nicht mehr kümmern, wie es aussieht. Ich kann hier Tag und Nacht einstellen. Da ist es schon. Das heißt, ich kann die zweite Angestellte, die Kasse machen kann. Tag, Hauptjob. Bediene die Kasse. So, das heißt, wenn sie fertig ist, kommt sie. Das ist ja fein. Autos reparieren. Mach du mal Nacht. Dann geht das auch weiter. Und Mitarbeiterinfo, Silvia, was kannst du so Gutes? Geht ja jetzt hauptsächlich mal um die Kasse und um die Werkstatt. Ja komm, die wird dann hochgepusht für die Werkstatt. Und ich kann ja auch noch einen Nebenjob angehen. Autos reparieren. Park, genau. So, er tankt, das ist Hickory. Tagsüber. Und sie kann erstmal tanken oder er nachts. So. Gut, wird automatisch bezahlt und die werden jetzt automatisch hier sich. So, und ich kann noch Leute einstellen.
Mache ich aber jetzt noch nicht. Da kann ich mich wenigstens mal intensiv um die um den Flughafen kümmern. Ne? Ja, da könnte man auch dann jemanden einstellen, der die Tankstelle reinigt, aber Tankenkasse, ja, das ist im Moment. Nee, Tankstelle machen wir das. Sauber machen wir noch selbst. Ja, dann mach auch mal, ne? Sieht ziemlich aus wie die Sau. Brumit, was immer das ist. Das ist was zu essen. Ja, das sollten wir tatsächlich auch jemanden einstellen, sonst wird das hier nämlich nichts. Also nicht, dass ich das nicht kann, ne? Aber ich müsste jetzt mal wieder warm stellen. Unbedingt. Machen wir sofort wieder leer, bevor es Tanke läuft. Okay, Werkstatt sollte auch laufen. Wie sieht es denn da mit Material aus? Wäre das noch da? Wo ist denn hier jemand? Hier ist niemand. So, weil ich den hochgehoben habe. Kann das sein? Was haben wir noch? Spiegel. Und noch Gläser. Oh, da muss ich auch einkaufen. Okay, ich muss jetzt dann nach und nach hier erstmal alles wieder richten. Batterie. Batterie. Zang. Batterie wird immer noch nicht schon richtig gut schon behandelt, ne? So, was haben wir noch? Noch ein Spiegel. Noch Räder. Hallo? Hallo, hallo? Spiegel. Räder sind alle in Ordnung. Was fehlt? Ach, Öl. Öl haben wir hier. So. Oh, meine Maus ist. So, jetzt muss ich nochmal gucken. So. Perfekt. So. Nice. Was ist das hier alles innen? Natürlich, wenn da Räder reinpassen, dann passen da auch Batterien rein. Ne? Gar kein Problem. Okay. So, jetzt weiß ich aber nicht, warum die Werkstatt nicht belegt ist, weil ich habe doch. Mann, muss man euch immer hinterher putzen. So, und der Mülleimer hat immer noch die wundersame Müllentsorgung. Ist aber nicht schlimm. Und es wird wieder hell, ja. Ja, die Flughafen, den habe ich im Moment völlig vernachlässigt. Ich muss jetzt gucken, warum das mit der Autowerkstatt nicht klappt. Autos reparieren Nacht. Autos reparieren Tag. Doch voll und ganz da. Nebenjob. Naja, Nebenjob könnte eigentlich Tankstelle reinigen mal machen. 6 die Stunde, 6 Euro. Nachts. Aber reicht das von der Zeit? Muss ich mal beobachten. Trotzdem frage ich mich. Ja, das ist alles leer, ich weiß. Ah, da kommt jetzt jemand gelaufen. Nee, wo läuft der hin? Achso, der macht jetzt. Nebenjob heißt, der macht jetzt anstatt die Tankstelle, anstatt die Werkstatt. Hier ist niemand. Gut, es ist jetzt gleich Tag, da kommt um 8 Uhr kommt jemand. Ich springe jetzt mal schnell darüber. Nee, ich muss Waren kaufen. Ah, Waren kaufen. Ja, das muss ich mal noch selbst machen. Ne?
Ja, warte noch einen Moment, gleich kommt jemand. Du machst sauber. Wo wollt ihr hin? Ist wieder keiner an der Kasse. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das hier für ein Sauladen? Diene die Kasse. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. So, ich muss Sachen kaufen. Auf jeden Fall Süßigkeitenkram. Oh, ich müsste hier mal aufräumen. Ne? Heieiei. Hüte, das kriegen wir hier. Brillen, mal gucken. Aber Getränke, Snacks auf jeden Fall. Alk, Zigaretten, Eis. Ist ja nichts. Ne, dann müssen wir das wieder verteilen. Aber warte mal, ich sehe das doch hier. Ich sehe das doch jetzt gleich hier, was ich noch habe. Ich habe nicht mehr viel, ne? So, dann nehmen wir hier mal von jedem etwas. 18, 18, 7, 7, 12, 12. Snacks hätten wir eigentlich noch. Dann warte ich da mal noch mit. 24, 10, 9. Zigaretten, 8. Das sind immer nur 10. Dann nehmen wir da ruhig mal noch eine Ladung. Und ich muss gucken, was mein Lager sagt. 362. Ah, geht schon los. Ich kann auch 60 nehmen. Autopflege. Oh, mach mal zu hier. Autopflege ist eigentlich noch okay. Zeitungen haben wir auch noch. Hüte haben wir keine mehr, genau. Vier. Drei. Brillen. Ach, das sind immer so viele wieder. Warte ich erstmal. Ach, Teddybären, guck mal. Gebäck, genau, Gebäck ist auch komplett alle. 25, 20, oh, das reicht aber auch. Aber, ach Gott, ich bin völlig, geht ja gar nicht, ich bin ja völlig. Ne, stopp, 500. 545. Spielzeug. 506, wird das immer mehr oder was? Gut, wir kaufen das jetzt erstmal. Habe ich überhaupt schon Regale für die? Habe ich noch gar keine Regale für, ne? Da kommt gar keiner da hinten hin. Das Ganze wurde vergrößert und... Oh Gott, oh Gott. So, F, um aufzuheben. Dann schiebt er alles ins Lager. Das ist aber kein Problem. Wir schieben das jetzt aber darüber. Füllen es direkt wieder. Ich würde es aber gerne drehen. So rum. Ah, lang nicht mehr gezockt, das Spiel. Bin ja ganz froh, mal wieder reinzukommen. Ja, ich habe ein paar Demos gesehen jetzt von ähnlichen. Allerdings, gut, ist natürlich kein Vergleich in dem Sinn. Aber das hat mich jetzt eigentlich dazu gebracht, das Ganze mal wieder aufleben zu lassen hier. Ah, die Wände. Oh Gott, ich muss irgendwann zumachen. Die Wände müssen gestrichen werden. Okay, LKW ist da. Aquarium haben sie noch keins gemacht. Ne? Kasse ist besetzt, gut. So,
Okay. Danke, läuft. Geld läuft auch, das ist gut. Ich glaube, meine Werkstatt läuft nicht mehr. Okay, wir gehen eben mal einräumen. Ja. Ja, ich muss über die Pinsel. Ach, es kommen die auch noch. Oh, da war es aber gerade gut, ne? Muss ich mal ganz schnell. Jetzt kommen die Partygäste. Ja, das hier muss man alles noch selbst machen, ne? Einräumen und so. Ja, machen wir schnell. So. Und wir sollten mal noch telefonieren. Nee, 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 im Moment ist hier nichts mit telefonieren. So, was auch Gepäck. Gepäck, ganz wichtig. 5, 5, 5, 5. Okay. Dann machen wir jetzt von hinten nach vorn. Gut. Zeitungen sind noch drin. Güter haben wir gekauft. Ja, das ist immer doof mit den 5er Hüten. Da passt ja nichts mehr rein sonst, ne? 7. Okay, Eis habe ich ganz gekauft. Fällt mir jetzt mal gerade so ein. Zigarettenhammer. Geholt. Ja, ja, ja. Habe ich gerade aufgefüllt, also nicht mega, ne? Alk hatten wir noch gehabt, genau. Füllen wir das auf jeden Fall noch auf. Toilette, okay. Oh Gott. Ah, ich mag ja solche Spiele, wo man hier so muss logistisch irgendwie da was machen, ne? Ja, Snacks. Das sah doch so viel aus, aber jetzt waren die da, ne? Immer voll. Normalerweise ist immer gleich der Bild immer voll, wenn die kommen. Habe ich es gesagt? Ja, ich habe es gesagt. Jetzt auch gleich hinter sich. Krass, ist doch besetzt, ja. Ah, ich kann es nicht ändern, es fehlt überall. Und das soll ich den Flughafen bedienen. Ey, ich glaube, es geht los. Ne? Habe ich hier was geholt? Nee. Das heißt, ich müsste jetzt alles ins Lager schieben vom Flughafen und wieder einkaufen. Ja, was denn? Ich habe doch gerade erst hier aufgefüllt. Was denn für Süßschnitz? Dürft ihr nicht arbeiten, da werden die Dinger ständig leer. Zeitungen sind schon mal weg. Okay. Hätte ich noch Brillen? Auch weg. Ja, mit den Arbeitern hier muss ich noch gucken, das klappt noch nicht so wirklich gut. Mit 10.000, ne? Das läuft irgendwie. Und mit der Werkstatt weiß ich noch nicht, ob das funktioniert. Brauche ich auch wieder Material. Ich muss aber jetzt erstmal. Das kann ich auch in der Werkstatt machen. Ich muss jetzt hier raus. Das ist. Ist hier jemand? Ja, da ist jemand. Das ist gut. Haben wir noch Reifen? Räder?
haben noch Räder, das ist gut. Haben wir noch Batterien? Prima. Öl. Zündkasten sind auch noch voll. Und da haben wir keine mehr. Ja, dann muss ich kaufen. Ja, und Spiegel, ganz wichtig. So, pass auf, jetzt muss ich gucken. Wie geht das jetzt nochmal mit dem Lager? Unbedingt Spielzeugregal, ne? Hauptteile und ja, Favorit. Okay, Lager. Wie komme ich jetzt an das Lager von? Ja, wünsche ich dir auch. Hallo Dani, grüße dich. Ich habe mein altes Spiel wieder ausgepackt. Und bin im Moment... Ach, jetzt habe ich es verstanden. Geh zum Land... Nee, Moment. Ich habe hier ein Problem. Zu Favoriten. Geh zum Landebahnlager. Egal, ach, da habe ich die schon drin. Guck an. So. Alles wählen. Lagerbestand ist voll. Moment. Oh Gott, oh Gott. Es gab hier ein paar Updates und ich blick nicht mehr durch. Ne? Das ist ja schon seltsam. Ah, okay, ich kann das also nicht alles auf einmal rüberschieben. Einfach so auswählen. Zu Favoriten. Alle auswählen. Lagerbestand ist voll. Das heißt, ich bin jetzt im Moment im... Ja, 1500. Ich bin im Moment im Dingenslager. Ne? Wie komme ich jetzt wieder zurück? Dekoration, Regale. So. Da ist ein Sturm im Gange. Das finde ich auch nicht gut. Tankstelle ist besetzt. Apropos Tankstelle, noch ein Sprit. Oh oh, Kraftstoffvorrat. Tankstelle.
Oh, wir haben noch. Oh, ist im Moment. Ist aber im Moment günstig, ne? So, Füll oder. Fängt der wieder ganz von vorne an hier, wie Tom sieht, ne? So, das müsste ich jetzt mal gerne. Also es geht hier rüber. Lager. Ja, ja. Aloysius. Regale. Den nehmen wir mal und stellen den da hinten an die Wand, würde ich sagen. Da müssen einmal rumdrehen, ja. Ja, man steht alles ein bisschen. Ne? Neue Mail. Telefonieren sollen wir. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier, bevor ich telefoniere. So, Regal. Nee, will ich nicht. Der Nikolaus, der müsste jetzt aber auch. Oh, der kommt jetzt. Ja, stimmt, es ist ja bald wieder soweit. Hab ich das so lange nicht gespielt? Sein, ne? Ja, ich müsste hier anmalen, ne? Das sieht furchtbar aus. So, dann laden wir hier mal raus. Erstmal das. Passt alles rein, ja. Klar. So, bedeutet aber auch, ich muss wieder Ware bestellen. Ich habe jetzt nichts mehr. Moment, ich nehme einfach mal Spielzeuge. Gebäck haben wir, glaube ich, noch. Ich nehme mal noch die Teddys. Hüte, ja, von jedem einen. Ich sage da nicht so viele auf einmal nehmen, dann werden die so schlecht verteilt. Also zwei könnte man theoretisch. Ja, Zeitungen muss ich auch mal wiederholen. Ich nehme aber da auch nicht so viele. Autopflege. Eiscreme. Aber ich glaube, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Das ist jetzt 483 beziehungsweise 1500. Weiß ich noch nicht so ganz, wie das sich verhält hier. Sprit ist da, ne? Ja, alle sollten wir auch mal wieder kaufen. So, wie sieht es denn aus jetzt hier? 643, es wird immer mehr und ich weiß nicht warum. Snacks haben wir auch keinen mehr. So. 186. Warum wird das immer mehr? Ja, ich komme hier am Rad drehen. So, der ist auch gleich. Oh, der Flughafen, ne? Ist echt unglaublich. Sieht's aus mit Rädern hier. Gucken wir mal. Lieferung. Autoteil. Was kosten die Räder? Teuer. Teuer. Spiegelbraumer. Ist immer nur einer, ne? Okay, Klebeband. Weiß ich gar nicht. Motoröl hatten wir noch, das war günstig im Moment. Batterien sind günstig. Kühlmittel.
Ach, Kümmel haben wir noch gar nicht. Gut, ja, Bäder müssen wir warten, bis die wieder. Ja, Spiegel haben wir gar keine mehr. So würde ich sagen, okay. Ja, hier bin ich im Moment überfragt, was das ist. Ne? Das hier läuft jetzt völlig von selbst, oder was? Jetzt haben wir aber Nacht und die Kasse ist jetzt auch nicht besetzt. Kann das sein? Doch. Amelie. Moment, nochmal gucken. Kasse, Tag, Kasse, Nacht, Amelie. Ach so, die ist am Bedienen. Ja. Die ist am Bedienen. Und ist ausgeruht. Wenn die fertig ist, kommt sie. Der repariert Autos. Wenn er fertig ist, ist er ausgeruht. Ja, das passt ja ganz gut. Nebenjob Tankstelle reinigen, weiß ich jetzt noch nicht. So, bezahlen. Machen die selbst. Tanke läuft. Sprit haben wir wieder. Der ist unterwegs. Jawohl. Es sind zwei unterwegs. Also müssen wir erstmal ausräumen. Ja. So viel zum Thema, ich kümmere mich um den Flughafen, ne? Ist gar nicht möglich. Gut, ja, ich kann ja alles nicht stehen und liegen lassen, dann geht das schon, aber. That'll do. Düdeldü, düdeldei. Im Prinzip müsste ich ja jetzt hingehen und die Sachen hier. Ich muss die Gesteine nicht hier. Okay, Autoteile. Warte mal. Machen wir jetzt mal. Richtig hier. Und tschüss. So, jetzt gehe ich erstmal hier raus. Telefon. Oh, das mit sauber machen scheint jetzt zu klappen. Hier, guck mal. Ist das für alles schön. Ja, doch, das klappt wirklich. Und irgendwas. Kasse ist da. Hüte. Oh, okay. Nochmal Hüte. Hab ich einen weggeworfen jetzt? Entschuldigung. Ah, super. Macht der Müll. Geht noch. Das hier ist ein Fulltime-Job. Wer soll denn die Tankstelle machen? Den Flughafen machen, ne? Ah, hatte ich keine gekauft, ne? Eis geholt? Ich glaube ja. Oh ja, hätte ich jetzt auch Bock drauf. Schönes Eis. Alkohol. Juan. Feierabend ist 8 Uhr. Ach, ja. Auf Feierabend. Du, Amelie ist noch da? Thanks. Amelie macht Überstunden. Was ist hier? Haben wir Mitarbeiter? Gut, nichts dagegen. Ja, Telefon klingelte nur. Und wer kommt jetzt hier gelaufen? Der Tankwart. Okay, so, dann schauen wir hier nochmal rein. Das Spiegel auffüllen, unbedingt. Da haben wir nämlich keine mehr. So, da haben wir schon mal gut eingekauft. Das ist ja schon mal was, ne?
Wir haben noch ein Räder, haben wir noch, aber irgendwann ist da auch Feierabend. Ich meine, die Kohle 5,4 haben wir so viel Geld ausgegeben jetzt. Neue Mail. Gucken wir da auch noch rein. Was will mir der Mailmensch denn sagen? Nachricht. Künstler werden. Graffiti. Okay. Ach so, ich hätte eigentlich hier anfangen müssen. Jetzt macht das hier keinen Sinn. Ja, das sind die Autoknackereien. Habe ich gar keinen Bock drauf. Aktualisieren lasse ich jetzt auch erstmal Management. Ja. Angestellte ist klar, Dienstleistung ist auch klar. Punkte. Werkzeuge. Da ist der Airbrush. Ja, dann können wir kaufen, da können wir ein bisschen dekorieren. Aber wenn ich das mache und dann mache ich zu und mache komplette Außenwände und Innenwände und alles. Alles andere bringt da jetzt gar nichts. Ne? Ich müsste mich mal dringendst um die Flughafen kümmern. Ich gehe jetzt mal rüber. Ja, ich kann mich auch rüber beamen. Ach, du wartest immer noch auf worauf auch immer. Ne? Das war das Flugzeug. Was will der noch mal haben? Ich weiß es, ich hab's schon vergessen. Old Canadian Whiskey. Und den krieg ich ja nur über die hier, ne? Der ist am Landen. Was bringt denn der mit? Spielerprodukt. Old Canadian Whiskey. Was kommt hier an? Teddy's Donuts hätte der gerne, aber ich habe glaube ich hier im Lager nichts. Ne? Ja, zumindest kriegt er mal Sprit. Telefonanruf weiß ich, wenn ich ihn jetzt entgegennehme, kommt wieder irgendwas furchtbar aus. Nice to see you again. So, deine Produkte. Ich kann die Karten ausspielen. Okay. So, da ist der Canadian Whisky. 10 wollte der, glaube ich, ne? 10. Was kriege ich, was gebe ich denn dem dafür? Oh oh. So, ich habe irgendwas mit Überzeugung gelesen. Ja, das hier wird nichts. Viel zu schwach. Ich habe nichts mehr, ne? Das heißt, ich müsste noch was rüberschieben. Handel anhalten. Die Frage ist nur, was schiebe ich jetzt da rüber? Teddys wollte er haben, glaube ich. Läuft die Zeit noch weg jetzt, ne? Der hat aber jetzt den Whisky. Das ist ja. B
Bist noch da, ja? F. Old Canadian Whisky. Ach, nur Sekunden. Jetzt fahren wir durch. 10 durch. So. Rüber. 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 Probieren. Was wird so schön weit gemacht? Ah, was ist denn das jetzt? Gut. Was jetzt? Das war nix, ne? Das war leider nix. Es war endlich mal Whisky da und jetzt konnte ich es nicht schaffen. Glaube ich zumindest. Naja, auf jeden Fall reicht es auch nicht aus. Eieieiei. So, Sprit haben wir wieder. Nee. Hat nicht funktioniert. Das sieht hier wieder aus wie Putz. Ja, mit den Tankstellen, mit dem Flughafen da, das ist nicht so einfach. Mit dem Müll auch nicht immer. Ach komm, ich gehe jetzt mal telefonieren. Ich weiß nicht, was er will. Muss mich intensiv mit dem Flughafen befassen, weil das ist nicht so einfach. Das weiß ich jetzt. So, hier haben wir noch Zeugs. Ach, Süßkram, ich habe die Krise hier. Eieieiei. Teddys. Zeitung. Ja, mach doch. Den kann man abschalten, ich weiß. Ich will aber nicht. So, was mich jetzt auch hier ein bisschen stört, dass ich die ganzen... Sachen nicht auf einmal kann in den Flughafen schieben. Beziehungsweise hat er ja hingeschrieben. Warte mal, ich muss das nochmal gleich testen. Ja, was denn? Jetzt habe ich das Ding rammelvoll gemacht und jetzt macht er einen hier auf. Ich habe nichts. Ja, die regen mich auf, ne? So Kunden, furchtbar. Wer kennt's nicht? Nee, Scherz. Wir leben alle von den Kunden. Alle Dienstleistungsbetriebe leben von Kunden. Die bringen die Kohle. Ist nun mal so. Ja, bei den Angestellten hier, das ist angenehme Überraschung gewesen jetzt. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Der wartet immer noch, ja. Ich kann doch von hier aus, glaube ich, auch irgendwie gucken, ne? Ja. Sandsturm, aha. Ja, die haben natürlich jetzt. Und schon wieder Sandsturm, ja. Oder wer keine Dummheiten hinterlässt hier. Ich gehe jetzt mal ans Telefon. Ich weiß, dass es ein Fehler ist, aber. I must admit, the progress you are making is something to admire. There's no shame in calling you more than family.
a business partner. But still, you owe me some cash, don't you? Relax. Ach, once you have the Geld. Money, just call me. No rush this time. Ich sehe nichts mehr. Okay, wenn du das Geld zusammen hast, 5000 Hinweis, könnt ihr das jetzt zahlen und dann wird das Spiel nicht zu Ende, aber es wird zumindest mal... Aber es geht dann erst weiter, wenn ich hier 5000 bezahlt habe. Aufgabe erledigt, ja, okay. Das heißt, das Ding gehört jetzt mir. Das kann ich machen, was ich will hier. Onkel ist jetzt raus. Backwitten. Aber man sieht meinen Arm hier, gell? Na, macht nichts. Ton gut, ja. Ton sieht gut aus. Nimmt sich mal die Zeit während des Videos. Hey, Pong! This place you've got here is amazing! And you've got all the money? Great! That's mighty kind of you! Best of luck, and hope I won't have to come back here all angry and everything. Forget to tell you, boss left you a little something should help you with the little twerk. Go check out your parking area. Peace! Okay. Ich habe nicht alles verstanden, weil mein Englisch ja doch eher etwas bescheiden ist. Aber ich glaube, irgendwas ist vergrößert worden hier. Du hast eine neue E-Mail, kann ich jetzt... Ja, Telefon ist vorbei. Oben rechts sieht man nichts mehr. E-Mail. Da ist es furchtbar drin. Doch mal hier eine Vollzeitkraft einstellen. Ah, meine 5000, ja, die sind weg. Das Ding gehört jetzt mir. Also, Onkel ist raus. Habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Das heißt, es gibt keine Telefongespräche mehr mit dem Onkel. So, was ich jetzt noch gucken muss. Wie ist das Zeug jetzt hier? Was ist denn hier los? Wieso ist denn hier keiner mehr? Ja, 2 Uhr nachts, also da ist das halt so, ne? Das ist das Ding von Dennis. Ja, da kann ich mir Sachen irgendwie rausholen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das funktioniert. So, checken wir mal die Mail. Hier ist nirgendwo irgendjemand. Was haben wir hier noch mit der Mail? Das war's. Viel Glück. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir das Spiel durch haben, aber die Story ist durch. Ne? Die Story ist erledigt. Die sind alle am Ausruhen. Was ist denn da los? Ich glaube, es geht los. Müssen wir selbst arbeiten. Das finde ich aber nicht schön. Wieso bin ich denn hier Chef? Ne? Kunde am Kraftstoff. Komm, der wartet noch ein bisschen hier in der Werkstatt. Der Kraftstoffkunde. Mal eben mal zuerst. Jetzt will der noch an die. Ich muss den Ständer von den Hüten da wegnehmen. Das ist Katastrophe. How much do I owe you? Kleiner Bock. You're a lifesaver. Kein Problem. So, Kasse. Früher.
Hab ich. So, wir sollten mal wieder... Ne, ich sollte jetzt erstmal wieder alles rüberschieben zum Flughafen. Ah, ich kann das leider nicht alles auf einmal machen. Was ist das denn? Kauf? Also was, das mache ich jetzt. Zack, haben wir Geld bekommen. So, 358, 1500. Was ist denn jetzt hier was? Alle Lager, Flughafen. So, jetzt können wir das noch richtig näher. Was haben wir denn hier ab in Zeugs? Das können wir irgendwo hinhängen hier, oder was? Oder wie? Linke Mausbutton zum Platzieren, aber ich finde doch hier. Okay. Flughafen. Uhr. Oh, das ist aber schlecht. Warte mal, kann ich das hier nicht ein bisschen verändern hier? Sorry, ich muss das mal ganz kurz gucken. Grafik. Qualität, Texturen. Sichtweite. Nee. Bildschirm. Fenster, rahmenlos. Bleibt. Helligkeit ist auch okay. V-Sync. Spielweise, nein. Es geht Richtung Weihnachten. Man sieht es an den. Ja. Okay, ich muss das jetzt trotzdem machen. Da muss ich es halt einzeln machen. Ich kann es nicht ändern. Also im Lager haben wir jetzt diese Produkte. Jetzt wäre es super, wenn ich die könnte einfach alle auswählen und drüber schieben. Ne? Lagerbestand ist voll. Ach so, ich habe 15. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe 1500 in meinem Lager und nur 500 in dem Lager von da. Ja. Das bedeutet aber, da die ja da nicht alles wollen, wie aussieht. Jetzt. Ja. Okay. Warum kriege ich jetzt keinen mehr in die Kasse? Die sind jetzt alle am Ausruhen und nichts passiert. Was ist denn hier los mit euch? Dient die Kasse. Nacht. So, alles bezahlt. You're a lifesaver. Scheint noch nicht so richtig zu funktionieren hier mit deiner Meute. Alles gleich 8 Uhr, da geht's auf jeden Fall weiter, ne? Hier geht auch nichts. Ich brauche wieder Geld, ne? Ich habe jetzt den... Aha, Mitarbeiter besetzt, okay. 8 Uhr, klar. Da kommt jetzt hier auch jemand gleich. Es kommt jemand, ne? Es kommt gleich jemand. Keine Stress, ne? Nicht weglaufen. So. Sehe ich eigentlich irgendwo... Flugzeug steht da oben, ja. Ja, ich habe immer noch keinen Whisky und ich habe auch nichts... Ich habe hier noch keine so richtig gute Logistik, weil ich nicht weiß, nicht so ganz genau weiß, worum es hier, was ich hier jetzt alles so machen kann. Ne? So, er hat wieder alles Mögliche, aber irgendwie könnten wir mal gucken, ob wir die bekommen. Gegen Tausch
Ja, ist zu spät. Ja. Ja, das ist. Boah. Klar, ich könnte jetzt noch zwei Leute einstellen, aber ich muss ja auch immer gucken, dass ich Sachen kaufe. Und einräume und. Ja, ja. Kasse ist jetzt auch wieder da. Das ist, ja. Wer kennt ihn nicht, ne? Premium haben wir gar nichts. So. Flughafen, da haben wir die Brillen merkwürdigerweise jetzt rüber geschoben. Da muss ich das Flughafenlager mal leer machen. Was Quatsch ist, müsste eigentlich meins zuerst leer machen. 99. Dann haben wir die mal damit voll, damit das mal wegkommt. Da war nichts mehr. Okay. Zeitungen, da haben wir bestimmt noch ein bisschen was. Okay. Gut, Eis. So, warte mal. Entschuldigung. So. War ein bisschen weit weg, das Ganze. 17, dann machen wir die mal weg, die wir so viel haben. Ich glaube, das war's, ne? Ne? Jetzt. Zigaretten. Hier. Gut. Jetzt den Müll wegräumen. Die schmeißen einfach alles dahin. Ne? Snacks. Brillen haben wir. Flughafenlager. Ja, das ist okay. Immer noch Hüte. Ja, das ist auch doof. Da passt da noch was rein, oder nicht? Ja. Da haben wir noch ein bisschen. Und hier auch. Die Teddys muss ich gucken, die muss ich wieder bestellen, weil für die Teddys kriege ich, glaube ich, und zwar für die hier. Ja gut, langsam. Der schreibt hier mal 5. Moment. Das kann es nicht sein, ne? Nee. Stopp. Warum steht hier mal 5? Da noch gar keine mehr. Nehmen wir den noch. Brillen hatten wir noch ein paar. Gut, nehmen wir jetzt nur mal einen.
jeweils. Ne, oder zwei. Zwei könnte man nehmen. Muss man Geld aufpassen, ne? Oh, ich kaufe die teuren Sachen eigentlich, ne? Ach, 820, das, was wir... Ach, jetzt weiß ich, was das ist. Ja, die 1500 ist unser Lager. Und die 607 sind die, was ich jetzt gekauft habe. 820 habe ich insgesamt drin. Oh Gott. So, Snacks. Muss jetzt mal wieder ein bisschen aufs Geld gucken. Das ist ja furchtbar. Ich kaufe die teuren Sachen hier und die günstigen. Habe ich noch viel mehr von. Sachen. Sind das jetzt wieder einzelne oder sind das? Ja, okay. So. 1070, ich könnte noch kaufen. Ich würde sagen, ich nehme tatsächlich noch ein paar Teddybären mit. Ich weiß nicht. Kosten 11.000. So viel Geld habe ich gar nicht. Oh Gott. Nicht aufregen, Opa. Habe ich gar nicht auf den Preis geguckt. Ich habe nur gekauft. Toiletten bis wann rausbauen? Kein Geld. Und hier ist der Müll am Mippeln. Ein Irrsinnsspiel. Stress ohne Ende. Fast alleine. Das im Multiplayer wäre gut, ne? Könnte man sich ein bisschen aufteilen. Einer kümmert sich um den Flughafen. Abwechslung reinbringen und. Ja, ja, ja. Kommt der jetzt erst? Oder was? Kunde an Werkstatt? Was ist denn hier los? Ja, keiner da. Ah, das klappt ja gar nicht hier. Das klappt ja überhaupt nicht. Oh, sorry. Das war nix. Hab ich den vorhin noch hochgehoben? Also ich habe ja fast das Gefühl... 2,15. Tankstelle 500, warten wir mal. F. Good job. Jetzt ist es wahrscheinlich austauschen. Ne? So, von 8 bis 20 Uhr. Das sind. Na ja, gut, 12 Stunden. Klar. 12 Stunden. Arbeite ich wirklich 12 Stunden? Schon wieder? Hm. So war's, ja. Ach so, der kann während der Schicht, jetzt verstehe ich das. Das ist ja auch nicht schlecht. Gut.
Smell is horrible. Yeah. The smell is horrible. Ja, ja. Wieso kommt die schon wieder, ey? Ich bin schon verwirrt. Ist ja gut, ich meine, die kaufen viel. Ich hab nur nichts mehr. Das ist das ganze Problem hier. Müll habe ich ja. The smell is horrible, hat er gesagt, ne? Das habe sogar ich verstanden. Nina, du bist noch ein bisschen da, ja. Tankmann? Ah ne, der ist da. Okay, läuft. So, Werkstatt, wie sieht es da aus mit Rädern und so? Oh ja. Wir haben noch ein paar, aber sobald die jetzt wieder im Preis gut sind, haben wir noch Zündkerzen. Ja, alles noch voll. Hier haben wir nichts mehr. Wie sieht es hier aus? Was sind die unterschiedlichen beiden? Nee. Ah, der Flughafen, der ist. Oh Gott. So, was ist hier los? Feierabend? 20 Uhr. Nee, der nächste ist da. Guck, Charlotte, die nächste. Sorry. Wunderschön. Richtig ansprechen wir das. Bananenschale, okay. Geld haben wir wieder. Wie sieht's aus? 7000, ja, okay. Ich muss gleich schon wieder einkaufen. Ja, der Flughafen, das funktioniert nicht wirklich gut. Also ich krieg's nicht hin, sagen wir so. Das kann natürlich nach mir liegen. Habe ich nicht so ganz gerafft. Ich habe aber auch, nehme ja auch nicht die Zeit dazu, weil hier muss es laufen. Ne? Hier wird die Kohle verdient. Eine Reinigungskraft einstellen, das ist natürlich die Lohnkosten dann entsprechend. Muss man ein bisschen aufpassen, ne? Ja. Okay, ich gehe mal wieder einkaufen. Komm. Warte. Hier haben wir immer noch nichts, ne? Ja, was denn? Ich grüße auch dich. Schön, dass du da bist. So. Nochmal davon. Gut, die sind durch. Ja, es gibt jetzt tatsächlich vergleichbare Spiele, ob man die vergleichen kann. Das sei mal dahingestellt. Ich hatte schon auf dem Finger, mir das zu holen. Aber ich gucke es mir jetzt mal noch ein paar Mal an. Oh, ich muss, ja, komm, ich muss kaufen. Jetzt nichts. Die können wir noch reintun. Letzten hätte ich jetzt gerne selbst gegessen. Ne? So, ja, gut. Okay. So, pass mal auf. Amelie könnte doch auch als Nightshop, wenn hier mal nichts zu tun ist, Tankstelle reinigen. Das habe ich jetzt verstanden. Er macht das auch in der Zeit, wenn hier nichts los ist, reinigt die Tankstelle. Das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Habe ich ja so viele Hüte und du willst den haben, den ich nicht habe. Ist wohl immer so, ne? So, hier haben wir noch ein paar. Ja, das ist jetzt ungünstig. Nee, ist es nicht. Ich kann doch hingehen.
bekannt hier vom Flughafen. Alle Waren. Alle Dekos, Moment. Lager. Alle. Ach, es geht doch wieder weiter hier mit den Herausforderungen. Alle 2000 insgesamt. Ich habe noch Karten, ich habe Autoteile. So, die kann ich aber jetzt nirgendwo hinschieben. Nee, klar, ich kann aber. Produkte, man muss auch gucken. Produkte im Flughafen. So. Ich kann doch jetzt hingehen und sagen, schieb mir mal zwei Hüte rüber. Hat er es jetzt gemacht? Ja. Und kann ihm hier sagen, das Gleiche. Geh zum Lagerhaus. So, mit den Brillen kann ich das genauso machen. Ich schiebe einfach nur zwei rüber. Da kann ich auch zwei nur einräumen. Maske ist hier für irgendwo hinzuhängen, oder was? Was ist das? Ah, das sind doch Sachen, die kann man doch bestimmt da rein tun. Nee, kann man nicht. Sonst hätte ich das ja schon. Bettys Tonikum, oder was war das? Ah. Tante Bettys Tonic. Ja, gut, das ist aber nichts Neues. Guck an, sie macht es. Und er auch. Ist egal, dann ist die Bude auch sauber. Läuft, 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 läuft. Alles gut. So. Noch einmal. Ja, aber da. Hä? Was willst du? Was ist denn für ein Zeugs? Verstehe ich nicht. Okay, Lieferung. Was kosten die Räderreifen? Immer noch viel. Zu viel. Spiegel. Haben wir noch 54 auf Lager. Stopp, stopp, stopp. Bevor ich jetzt hier zu viel Geld ausgebe. Langsam, langsam. Nee, 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 nee. Machen wir anders. Nochmal zu den Teddys. So, Spielsachen. Gut, Hüte. Nehmen wir da mal noch einen rüber. Die haben wir noch. Zeitung lassen wir jetzt mal. Autopflege, genau. Da gehen wir. Oh, ist alles teuer. Alles teuer. Jetzt nichts, wenn ich nichts habe, kann ich nichts verkaufen. Hier bleiben wir mal bei den billigen. Ich habe 9000, ich muss aufpassen. 4500, okay. Das nächste bleiben wir auch mal bei den billigen. Und wo sind wir? Platztechnisch? Jede Menge noch. 5-1. Weg damit. So ist gut. So, Dekorationen gibt es noch eine ganze Menge. Es gibt noch Parkplätze. Gibt es noch Parkplätze? Erledigt. So, was gibt's denn noch?
Toilette 300. Ist noch eine? So, ist mir egal. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Geld aus. Zapfsäulen haben wir alle. Bushaltestelle haben wir auch. Also hier gibt es jetzt nichts mehr. Tankstelle Level 5. Können wir die schon? Ne, können wir noch nicht. Was brauchen wir? Popularität Level 6. Wir brauchen 5000. Also, ja, okay. Werkstatt. Die könnten wir theoretisch aufhübschen. Will ich aber jetzt nicht. So, ist jetzt wieder Schlafzeit oder was? Nee. Alles gut. Das Auto ist da, ne? Ja, die einzelnen Sachen darüber schieben ist gar keine so schlechte Idee. Oh ja. Ja, das ist immer noch die meiste Arbeit hier, ne? Den Kram da. Bus kommt, dann musst du natürlich gucken, was du alles voll hast, sonst. Und tschüss. Ja, Dekorationen und Streichen und alles, das ist Grease Monkey. Du bist hier. Juan, der ist aber gleich fertig. Genau um 8 Uhr. Und dann kommt der nächste, hoffe ich zumindest. So, jetzt könnte ich hingehen und sagen, okay, mache ich auch vom Lager Produkte. Die Brillen, die können wir erstmal lassen. Die Hüte auch. Gut, ich habe hier Platz genug. Ich brauche hier eigentlich gar nichts drüber. Quatsch. Was ich aber gucken kann. Kriege ich dafür Latine Schokolade für Saturn 5 Spielzeug. Der ist gelandet, der ist aber gleich schon wieder weg. Ist unterwegs, der bringt mit. Bestellung von Joe. Moment, was war das? Ah, der hat immer noch gern seinen Old Canadian Whisky, den ich nicht komme. Warte mal, da kann ich vielleicht zumindest mal gucken, ob ich den noch betanken kann. Wird aber, fliegt aber gleich weg. Gell? What a little. Hä? Komm, du fliegst eh gleich weg. Ja, genau jetzt. Boah, das kriege ich nicht hin, ne? Das kriege ich nicht gepackt. Muss aber. So, bringt jetzt irgendjemand hier Whisky mit? Ne, natürlich nicht. So, was bringst du Sinnvolles mit? Ein Traumfänger. Das sind die Dinger für Brillen oder für Öl. So, pass mal auf, dann. Ja, ist ja auch doof. Für Vampis. Dann holen wir uns mal so einen Traumcatcher, oder was ist das? Die Mr. Burton.
Das muss ich tatsächlich so machen dann. Softdrinks. Ist der Mr. Burton? Ah, ich muss das alle wegmachen und dann kann ich gucken. Mr. Burton. Gib mir doch mal 38 Stück rüber. Oder ich kann es auch alle rüberschieben. Platz genug war ja. 341, ja, alles klar. So, da können wir vielleicht dann in der nächsten Runde mal wieder was tauschen. 29 Sekunden. Und Vampis. Ich mal wieder ein bisschen was tue hier. Das gibt ja auch Punkte mit der Zeit. So, machen wir aus. Wo haben wir denn die guten Toys? Vampi. Wie viel haben wir davon? Oh, viele. So, der ist da. Probieren wir mal unser Glück. Erstmal tanken. Ja, so muss ich das machen. Das geht dann auch. Ne? Ich bin im falschen Flugzeug. Das ist der Onkel Joe, der nach seinem. Jetzt war der eben da mit dem Whisky. Das hat ewig gedauert, bis der überhaupt mal kam. Ne? Ah, gut. Sandsturm kann man auch abstellen. 366, das ist schon Geld. Sind wir denn wieder bei? Ja. So, was hast du jetzt anzubieten? Maple Sirup. Ach so, warte mal, das muss ich jetzt auch noch gucken. Das muss ich jetzt auch noch gucken. Marble Sirup, ist das jetzt egal? Viking Hornless Helm. Das hier ist Cerveza. Marble Sirup für diesen Helm. Oder zählt das für alles? Das muss ich jetzt auch mal noch rausfinden. Also ist von der Farbgebung hier nicht so wirklich schön gemacht, ne? Ein Vampi. Ach, guck mal, zwei Vampis kriege ich das ganze Zeug hier. Das ist natürlich gut. Dann nehmen wir hier alles. Und das ist ja gut. Ach, jetzt habe ich wieder einen falschen Button gedrückt. Oh, ich bin doof. Gut, sich verweigern, das habe ich schon weggeschickt. Das ist mir vorhin auch passiert. Ja, ja, ja. Ist hier jemand in der Kasse? Ja. Wieso machst du nicht sauber? Da habe ich dir das nicht gesagt, Nina. F, nein. Die kann auch die Tankstelle putzen. So, wenn nichts los ist, habe ich doch viel weniger Arbeit hier. Da, schon machst es. Super. So, und du, das läuft. Das läuft auch. Räder, Reifen, alles klar. Mal gucken, neuer Tag. Neuer Tag, neue Preise. Oh Mann. Die sind ja schon ewig teuer. Wird langsam Zeit. Die waren schon viel teurer. Nächster Schritt wird wieder runter. Und da muss ich wieder eine ganze Menge einkaufen. So, ist da ein Flugzeug am Anflug hier? Unterwegs? Kreis. Achso. Ich muss warten, bis er da ist.
Das fehlt jetzt auch noch. Aber muss ich wegmachen, sonst blockiert er alles hier. Ist der Sprit drin? Ja, ist voll. So, warte mal, wie lenke ich denn hier nochmal? Ah, so. Ratlos. Das backt jetzt leider ein bisschen. Jetzt macht das. Ja, ich. Ja. Alles klar. Finde ich zwar nachher nicht mehr das Ding, aber ist egal. Das war der einzige. Ne, der hat aber nichts zu tun, ne? Ne. Liegt da nicht am Weg. Okay. Boah, das sieht alles aus, ne? Machen wir einfach mal weiß. Das ist die Front. Ja, es kommen wieder die ganzen Errungenschaften. Ich weiß nicht. Hat bestimmt was mit irgendeinem Update zu tun, weil es kam ja auf jeden Fall das Update mit den Mitarbeitern hier. Zu viele kannst du auch nicht einstellen, zumindest nicht am Anfang. Alternative wäre, ich müsste mehr Brillenregal aufstellen oder ich muss das wieder anders verteilen. Ja, mache ich jetzt einfach mal während der Arbeitszeit hier. Popularität wird dadurch mit Sicherheit gesteigert. Okay. Erstmal gut, was haben wir noch an Sprit? Sprit haben wir noch. Oh ja, da wird es Zeit. Ja, ist natürlich jetzt teuer, klar. $1,300. Ja, jetzt nix. Ah, hier muss man noch was tun. Hier. Gott. Hier geht alles rein, ey. Nee. Nicht alles, aber einiges. So, siehst du, jetzt geht das hier besser. Sind sie auch alle weg. Jetzt kann ich aber hingehen, wenn ich noch welche habe, weiß ich jetzt gar nicht. Produkte, Hüte. 2. Wieso steht hier 0? Können wir rüberschieben und hier schieben wir auch 2 rüber. Dann kann ich nämlich hier. Ach, die Maske kommt da rein. Wir sagen, ich mache einzelne Hüte rein. Ein bisschen Eis rein.
Ja, ich hab nicht immer alles da, ich weiß. Es ist Katastrophe. Are you trying to scam me? Was willst du? Ein bisschen Alk. Okay, da haben wir noch. Oh, wir haben kein Papier mehr. Da haben wir noch was. Haben wir die mal eben alle da rein, weil jetzt haben wir nichts mehr. Ne? Noch wieder kaufen. Hier haben wir noch ein bisschen. Oh, hier haben wir einiges, ja. Ach, Alarm. So, jetzt kann ich mir, glaube ich, hier irgendwas rausnehmen, um nach dem zu werfen. Ne? Das ist natürlich. Wo ist er? Damit. So, ja, Sprit ist da. War auch Zeit, der war nämlich ziemlich leer. Na, Ilen, alles klar? Ja. Naja, es soll der ja sein, ne? Sagen sie. Gut. Flugzeug ist also am Landen, ist am Landen. Dann gucken wir mal, was haben wir hier? Pause. Das ist das, was die vorhin auch haben wollten, ne? Dafür hätten sie gern. Hä? Menthol? Krieg ich denn die her? Teddybären. Ah, wir gehen mal rüber. Komm, wir gehen einfach mal rüber. So, aber nochmal, um es zu betonen. Ich eigentlich Licht? Ich weiß es nicht. Das mit den Mitarbeitern finde ich richtig gut. So, was hast du anzubieten? Warum ist das gestrichen hier? Ach, der hat was verloren. Wie viel gibt es denn? 10. Ein Öl. Oh, 2 Öl. So, da muss ich hinklicken. Oh Gott. Und dann haut er ab. Jawohl, sehr gut. So, jetzt gehe ich mir trotzdem nochmal hochgucken. Da sehe ich das besser, was hier los ist. Wo ist die Leiter? Treppe besser gesagt. Okay, der ist am Wegfliegen. Hier haben wir die Räder. Oder Cerveza. Cerveza. So, Lieferung. Da, doch, tatsächlich. Produkte. Kein Cerveza. Okay, dann. Einmal rüber beamen. Ja, ich muss Flugzeughandel abschließen. Das läuft. Kann jetzt so funktionieren. Ich habe das jetzt auch, glaube ich, gerafft. Ne? Obwohl, hier ist keiner. Habe ich überhaupt 2 in der Werkstatt angestellt? Kasse, Kasse. Autos, Autos. Einer Tag, einer Nacht. Ausruhen. Noch
Juan macht in der Nacht. Wir haben jetzt. Stelle reinigen. Weg. Das können die Kassenfritzen machen. Friederikes. Jetzt weiß ich ja, warum da keiner war, ne? Ja, der wird die Tankstelle abputzen. Ist ja schön, da war die schön sauber. Warst du fertig oder warst du... Keine Ahnung. So, Sprit haben wir jetzt wieder. Sieht's hier aus? Ach, guck dir das an. Finde ich gut. Das heißt, die laufen jetzt hier rum und sind am sauber machen. Genau. Was ist denn hier los? Alles leer? Ja, ich meine, alle 3 Tage kommen die verrückten Partygäste. Geht doch alles rein. Guck dir das an. So, was haben wir hier noch? 94 von denen. Das ist ziemlich einseitig hier drin, ne? Ich sollte mal von den Gesöffen da ein paar rüberschieben. Wer weiß, ob wir die vielleicht auch anbringen können. Teddys. Spielzeug. Und den Rest räumen wir dann hier ein. Ne? Hier haben wir noch, das konnten wir auch verkaufen. Würde ich dann tatsächlich mal komplett rüber schieben. Da war nur noch Cerveza. So habe ich keinen. Quatsch, kann ich nichts. Schwämme war auch noch irgendwas gewesen, glaube ich. So, Lager. Kinder 16, okay. Zeitung müssen wir kaufen. Gebäck müssen wir kaufen. Ach, das passt hier rein. Ja, das ist ja interessant. Okay. Hätte ich ja alles. Gut. Machen wir das mal. Einkaufen. Wo ich ankaufe, mal gucken, was habe ich denn überhaupt im Lager? 409er hat Platz genug. Ja, das ist das Schöne jetzt an dem großen Lager. Zeitungen. 2, 3 sind auch fast alle günstig. Komm, dann machen wir mal richtig voll. Natürlich 420, das ist schon Wahnsinn. Egal, bleibt jetzt. Autofliege nehmen wir die günstigen. Alles günstig. Hüte. Gebäck. Ja, Gebäck ist ganz, ganz wichtig. Wer kennt's nicht, ne? Spielsachen haben wir jetzt im Moment genug. Brillen weiß ich jetzt gar nicht. Hüte. Nehmen wir auch die günstigen. Zigaretten, das gleiche. Ein bisschen auf den Preis gucken. Und ich muss mal auf den Preis gucken, ja. 1200, 8000, 1121, jawohl. Erfrischungsgetränke, habe ich die schon? Snacks hatte ich jetzt ziemlich alle eingeräumt. Nehmen wir trotzdem nochmal mit. 1276. Ich nehme dir mal mit. 1366. 146, komm, fuck, reicht. Und wir gucken nochmal die Lieferung. Die müssten auch irgendwann mal wieder günstig werden. So, aufs Geld gucken, 7000.
23 haben wir noch. So, gehen wir hier mal auf 100. Das sind 4000. Das ist okay. Aber die brauchen wir. Damit verdienen wir am meisten Kohle. Lackstift ist jetzt auch günstig. So, jetzt muss ich ein bisschen aufs Geld gucken. 4,8. Spiegel haben wir eine ganze Menge geholt. Öl haben wir noch genug. Batterien auch. Zündkerzen hatten wir auch noch. Ja, kommt dann immer noch. Lackstifte sind immer günstig. Und auf geht's. Einkaufen. Wir müssen kaufen. Spritpreis, genau. Da gucken wir uns mal noch kurz an. Kraftstoff. 2,25. Wir haben noch drin 500. Das muss erstmal reichen. Die Hüte alle jetzt hier verschabelt. Den können wir noch hinmachen. Und da müssen wir wieder. Obwohl, da passen gar nicht so viele hin. Da kann ich jetzt, das kann ich dann so machen. Drei Stück immer hin. Dann kommt der Rest jetzt hier hin, dann ist die auch weg. Okay. Papier ist am Kommen. Ne? Ja, ich bin schon auf dem Weg. So, 2000, wie viel haben wir denn? Ja, fast 2 Stunden. Ist ja meine Zeit fast gekommen. So, morgen wird wahrscheinlich wieder Formel 1 sein. Ziemlich sicher sogar. Muss noch gucken, wann ich morgen dazu komme. Gott, was Zeug. Okay, so, gucken wir es nochmal rein. Unterwegs 1,21. Gut. Innenreiniger. Wir brillen. Ja, das bringt uns jetzt nicht so viel. Wir gucken aber trotzdem. Was noch sonst dann, wenn er gelandet ist, was er sonst noch hat, ne? Ja, die Hütte ist in einem furchtbaren Zustand. Komm, ich mal ganz schnell hier ein bisschen pinseln. Alle meckern da drin. Ich habe so viel Zeug. Ich müsste mehr Regale aufstellen, aber das bringt ja auch nichts. Ich gehe immer an die Regale, wo nicht das drin ist, was sie gerne hätten. On the roll, ja. On the roll again. Ich mache jetzt einfach mal weiß. Ich hatte jetzt keinen Bock, andere Farbe auszuwählen. Obwohl die mittlerweile auch, glaube ich, sehr groß ist, die Auswahl. Hört man da oben? Ja, das ist immer die Gefahr. Da drücke ich mich immer das Falsche. Und das können wir mal orange machen. Zu dem Weiß passt auch bestimmt schön. Ja, ich drücke mal die falsche Taste hier. Ich will ja mal laufen mit der Rolle. So, ich glaube, Flugzeug ist gelandet. Da gehen wir da mal hin. Jawohl. Muss ich ja auch ein bisschen Sprit verkaufen, ne? Ja, wir haben nur noch 2-3. Ich habe viel eingekauft. Mit dem Whisky ärgert mich, ne? Dann wäre ich da zumindest schon mal weitergekommen. Flughafen 500. Well, 350. Das ist dann schon was anderes als im Auto, ne? Das lohnt sich dann schon ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, was das hier ist. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich hätte es lesen müssen. So, was haben wir hier? Die waren ganz gut. 30. Was können wir denn anbieten dafür? Passiert ja gar nicht.
gar nichts. Bin ich schon nicht so glücklich hier. Donuts. 30. Boah. Nur ein teurer Spaß hier, ne? Mal probieren. War erfolgreich. Ja, war teuer, muss ich schon sagen. Ne? So, du willst immer noch deinen Whisky? Hab ich nicht. Was ist eigentlich mit Flugzeugen reparieren? Das ist nur seins, ne? Das ist nur sein Flugzeug, was wir reparieren können. So, einmal gucken. Wann kommt der nächste? 3 Minuten. Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Ah, zu weit weg. Ja, okay. Hut gegen Brille. Zigaretten gegen... Boah. Nicht wirklich interessant. Was ist denn das hier? Geht ja gar nicht. Okay, so. Kann ich die Waschhalle... Nee. Das kostet zu viel. Ah, die Mutti hat so viel zu tun, die kann hier nicht putzen, macht aber nichts. Also geht jetzt. Aber die Mülleimer sind leer. Boah, muss ich wieder betonen, gefällt mir sehr gut. So, ich habe jetzt hier... Ja, hier drin müssen wir mal streichen. Komm, eine Wand machen wir mal. Machen wir mal eine andere Farbe. Irgendwas mit helles Grün. Bleib im Grün, jawohl. Muss ich gleich Regale umstellen. Nice. Gut gemacht, Amelie. Oder wer auch immer. Ich krieg's. Ich hatte es hin da. Nein. Das ist die Decke. Jetzt haben wir's. Das Dach war das, ne? Gut. Oh, hier eine grüne. Kann es ja wohl nicht sein. Ne? Egal, ist voll Zeugs und der meckert. Naja, wie gesagt. Kunden halt, ne? Der auch. Ne, der hat irgendwas genommen. Was auch immer. Boden müssen wir auch machen, mal bei Gelegenheit. Aber im Moment noch nicht. Haben wir einfach zu wenig Geld für. Ich habe jetzt mich dazu entschlossen, hier mal zu streichen. Das ist ja schon mal was, ne? Furchtbares Giftgrün. Ah, sieht aber auch wirklich schlimm aus. Aber ich hätte es gern hell. Ich will da keine dunklen Farben. Das ist nicht schön. Aber man merkt das schon, das Geld, was die Mitarbeiter kosten, das merkt man schon. Also, wenn man alles selbst macht, logischerweise. Aber ich weiß nicht, ob man dann so viel umgesetzt bekommt, unterm Strich. Ich habe nicht das Gefühl, dass es schnell vorangeht. Ich muss mal Papier hier einräumen.
ohne Mats, ohne Waren kann man nichts verkaufen. Das ist ja eigentlich logisch. Aber mir gehen die Spiele ja sehr gut ab, wo man so mit Zahlen herumjongliert und sich was mit Kohle erarbeitet. Das macht schon Laune. So, pass auf, die muss ich jetzt wieder rüberschieben, die Güte. So, das hier habe ich jetzt auch verstanden. 5. Ja, 2 kann ich aber rein tun. Ne? Dann kann ich nämlich hier. Achso. Nee. Das geht aber auch, ne? Wenn hier zu viele von denen hängen. Ich kann die aber nicht einlagern. Nee. Ich nehme alles zurück. Dachte, ich könnte die einlagern. Das wäre natürlich gut. So, hier von den 2 rein. Von den roten noch 2. Einer habe ich ja gesagt. Den Rest machen wir hier rein. Fertig. Ja, nichts kann sich ändern. Ich kriege nichts zusammen mit den Flugzeugen. So, hier muss natürlich auch wieder was dazu getan werden. Oh. Ja, gerade aufgefüllt, gell? Jetzt machen wir meine Tierchen hier. Toys. Komm, füll das Ding auf, fertig ab. Die Teddys. Auf die schieben wir jetzt alle mal rüber. Hier los. Die Teddys schieben wir jetzt alle mal rüber. So, Moment, machen wir weg und nehmen die Soft Toys. Nee. Ja auch gar nicht das machen. Ich wollte ja eigentlich Produkte, Soft Toys, so. Okay, machen wir 20 rüber und denen auch mal alle. Kann ich ja wieder rüberziehen, wenn es braucht. Flugzeug ist schon am Abfliegen. Gut, macht auch nichts. Hatte eh nichts Vernünftiges, aber die, wie schon gesagt, die Abwicklungen an sich bringen auch irgendwas. Die Hutregale, das hier Hutregal, das kommt jetzt mal weg. F, so, das kommt jetzt mal hier hin. Passt nicht. Das ist katastrophal. Das kommt jetzt hier hin. Da steht das gut. So, 2, 1, 1, 2, 2. Und der Rest. So. Mitten hier im Durchgang. Würde ich mit dem jetzt auch machen. Die andere Seite. So, 1, 3,
Ja, okay. Ist jetzt gerade mal egal. Weg damit. Gut. Ja, wie sieht es hier aus? 5 Sekunden, da gehen wir nochmal rüber. Einmal tanken. Ist das da hinten so hell? Ist das die Stadt? War die immer schon so hell? Im Dunkeln wahrscheinlich, ne? Okay. Hat zwar auch nichts dabei, was ich brauche. Oder besser gesagt, den Canadian Whisky, der hat den dabei gehabt. Das ist das Furchtbare. Was haben wir hier? Oh, da können wir mal gucken. Teddy ging rum. Und die gute Schokolade. Ja, schönen guten Tag. Guten Flug gehabt. Kriegst erstmal Sprit, ne? Thanks a lot. Der scheint nicht so empfindlich zu sein, aber der Träger, der geht aber auch sehr zackig, ne? Prozent, okay. Dann nehmen wir davon mal eine ganze Menge. Du kriegst dafür einen Teddy, ja? Ein Teddy, zwei. Die will er nicht. Ein Hut vielleicht noch dabei. Ja, das sieht doch gut aus. Zack. Warum? Was ich jetzt noch nicht sehe. Da stand doch irgendwo. Gab es doch damals mit. Wie weiter? Achso, das sind die Informationen. Ja, okay. 1 von 5. Was ist das denn? Upgrades? Oh, hier ist auch ein. Gar nicht gesehen. 1 von 4. Ach, das sind die Sachen, die man hier mit den Blaupausen bekommt. Ja, sehe ich jetzt erst. Gute Nikolaus, ne? Okay, da hat das Ganze jetzt wieder ein noch mehr Sinn irgendwie, ne? Mal gucken, wie sieht es hier überhaupt mit meinen Ersatzteilen hier aus. Hat er noch Räder? Ja, hat er noch. So. Gut, ich mach die mal eben leer. Und mach die auch komplett. So. Sehr gut. Dann haben wir hier Sparkplugs. Wir haben Scratcher. Oh, die waren alle, hm? Was höchste Zeit. Spiegel haben wir keine mehr, aber die sind noch gut gefüllt. Batterien haben wir, glaube ich, aber auch noch da. Und Öl haben wir auch noch da. Okay, Öllager ist jetzt leer. Sind wir hier klar? Was haben wir noch an Sprit? Kann ich das so gucken? Nee, muss ich im Computer gucken. Lieferung Kraftstoff. Wir haben noch 285, 240. Oh, muss ich noch mal warten? Jetzt nix. Ich helfe dir mal ein bisschen hier. Ich weiß gar nicht, wie das aufhebt. Die frischen Fische, ja. Lampen, ja.
genau, die Deko, das kommt alles, wenn wir mal richtig Kohle haben. Im Moment eher schleppend. Okay. 5 Kunden, ne, 2 Kunden an Kasse. So, hier haben wir doch auch noch was. Das müsste ja eigentlich von allem was dran sein, ne? Hier. Ja. Ich könnte mir überlegen, ob ich die Nachtschicht hier übernehme. Nachts ist hier nicht so viel los. Da kann ich mir das Geld von der Charlotte sparen. Und die Charlotte könnte. Was macht denn die Charlotte dann? Kann ich die auch an die Waschhalle stellen? Angestellte. Charlotte, wo habe ich dich denn? Amelie, Nina, Juan, Charlotte. Produziere Eiscreme. Produziere Eiscreme? Der Waschhalle. Da muss ich die erst aufmachen, dass die angezeigt wird. Kann auch sein, ne? Mach die mal auf. Waschhalle wäre auch gut. Die ist ja auch sehr ergiebig, aber Problem ist halt, die noch zwischendurch zu machen ist. Die wird ja irgendwann automatisiert. Das ist klar, ne? So, nochmal. Warte. Nee, aber produziere Eiscreme würde ich gerne mal. So, da geht sie erstmal ausruhen. Und ich mache die Tanke selbst. Aber mit der Eiscreme-Produktion, wie geht das denn? Kanister ist voll. Auch gut. Okay. Ich würde sagen, wir haben für heute genug geschafft hier. Und da. So. Haben wir hier was? Nee. Doch, wir haben was. Dann macht das mal ganz schnell da rein. Das waren doch die guten Sachen. Jetzt kommt schon wieder der Schneesturm. Vielleicht noch einmal. Ah, wenn Sturm ist, Schneesturm, sage ich. Sandsturm. Wenn Sturm ist, landet keiner. Klar. Genau, mit dem Nachtstanken ist gut. Gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja, habt ihr die schon wieder alle weggekauft oder was? Boah, die gehen aber richtig gut, ne? Ich weiß nur nicht mehr, was es war. Das ist das Problem. Finden wir wieder. Waschhalle. Achso, jetzt habe ich die Waschhalle aufgemacht. Ja, toll. Machen wir gleich wieder zu. Schaffe ich nicht. Das ist zu viel. Das ist eindeutig zu viel. Haben sie auch was gemacht. Ja, so richtig gut geht's nicht. Gut, andererseits, wenn sie wegfahren, da fahren sie halt weg. Ne? Entschuldigung, wenn sie hier mitten drin stehen. Da kommt sie. Ja, komm, ich lasse es mal. Wie sieht es hier aus überhaupt?
gut sieht's aus. Ich lasse mal offen. Gehört ja nochmal dazu. Just as I wanted. So, neuer Tag. Spritpreis. Wahrscheinlich immer noch jenseits von dies. Boah, 2,40. Jetzt nichts. Ich muss hier 100 kaufen. Wie sieht's in der Dings aus? In der. Nee. In der Flughafen. 37. Ist okay. Ja, ist mir jetzt wirklich. Money. Kasse. Ach, die schaltet dann um, ne? Das ist super. Wer tut denn da so? Ach du, vier, müsste einer da sein, ja. Da kommt der Tanker. Was sagt das hier? Gelandet. Ist gelandet. 58 Sekunden, um da was zu reißen. Bis dahin kann er ein bisschen warten. Tanken wir zumindest mal, damit das die Kohle wenigstens schon mal da ist. Okay. Neuer Level der Popularität. Das ist gut. Das ist sehr gut. Vielen Dank dafür. Und wir wollen aber noch interagieren, aber ich glaube, das ist jetzt von der Zeit her. Ja, nochmal kann ich, oder? Gibt es überhaupt was, was wir nehmen könnten? 12 Sekunden. War teuer wahrscheinlich. Ich habe jetzt einfach nur gemacht. Egal. Na, Kamera richtig hier. Ach ja. Ich hab ganz vergessen. Ich kann die ja nachts zumachen. Das wäre noch eine Idee, ne? Ich mach die nachts zu. Hallo, Idel. Er lernt's nicht mit seinem 9,3. Ja, es geht schleppend hoch. Wie sieht's hier aus? Papier haben wir noch. Shouldn't have said anything. Machen wir hier noch ein bisschen was rein. Ich muss jetzt gleich aufhören und muss irgendwas naschen. Katastrophe, ne? Süßschnitz. Ihr kennt's nicht. War hier irgendwas, was wir gekauft hatten? Wir hatten irgendwas aus dem Flughafen. Ja, jetzt macht man keinen so Stress hier, der fährt ja gleich. Gut. Oh, hier muss ich auch mal was anderes noch dazu tun. Quatsch, dass ich das Ding hier voll mache mit dem einen und denselben. So, was haben wir noch am Flughafen? 555. Den haben wir gerade reingetan. Oder? Machen wir die. Machen den Rest von denen. So. Okay. Passt doch. Hier können wir noch was tun. Ich glaube, es wird jetzt wieder so weit sein, dass die Dingens wiederkommen. Ne? Ach, war ein schöner kleiner Wagen. Der ist auch schnell fertig, ne? Das bringt auch Kohle, das sind 150 jedes Mal. 150 für den Wagen. Das würde ich mit Spuren schreiben. Ne?
möchte ich sofort eine Waschanlage aufmachen. Kannst du glauben. 150. So, was meint unser Druck? Der ist noch gut. So. Was können wir denn jetzt noch tun hier? Tanken. Ist erledigt gemacht. Ja, wir können einfach nur immer unser Lager voll halten. Ne? Unsere Waren. Haben wir noch irgendwas nicht? Wir haben doch eigentlich alles. Ne? Regale haben wir alle verbaut. Dekos haben wir keine mehr. Haben wir verkauft. Wir haben noch Autoteile. Die könnten wir mal rüberschieben. Klebebänder. Und wir haben noch Karten. Weiß ich aber jetzt noch nichts mit anzufangen. Lasse ich auch erstmal. Wir sollten aber mal ein paar Softdrinks nachfüllen. Das wird aber dann auch die letzte Aktion sein für heute. Ich nehme aber tatsächlich jetzt mal die günstigen. Und auch mal die günstigen Snacks dazu. Und ein bisschen Eis natürlich. Und hiervon. Zeitungen habe ich, glaube ich, im Moment mehr als genug. Hüte, Brillen, sagt man mal wieder, zulegen uns. Ne? Sind wir so viele. Teddys, die haben wir jetzt weitestgehend drüber geschoben. Gebäck. Ah. Was sagt das Lager? Wir haben zu viel im Lager. Klasse. Schön am Abräumen, jawohl. Ich helfe dir auch ein bisschen. Jetzt mich hier nicht einrosten. Die 150 nehmen wir noch mit. Derzeit ist der Lieferant da. Ja, ganz froh, dass ich das mal wieder ausgepackt habe, das Spiel. Das macht schon Laune. Es gibt noch viel zu tun. Jawohl. Danke sehr. So. Machen wir schon mal auf. Na. Wo ist er? Da kommt er. Ja, aufgeräumt haben wir eigentlich alles. Hier ist nichts mehr zum Wegwerfen. Und das hier. Als alte Wohnwagen. Ach ja, man kann ein bisschen klimpern, ne? Was ist mit der hier? Die ist auch noch da. Ja, aber ist die nicht mehr aktiv? Ah, das finde ich schon gut gemacht hier mit dem ganzen Lieferung ausräumen und da fehlt mir jetzt noch Stapler, wo ich mit dem Stapler hier reinfahren kann mit Paletten und so. Und tschüss. So, okay, in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht wieder, vielleicht morgen beim Formel 1, wäre schön. Kommt da noch einer? Ne, der fährt, ne? Ja. Und damit sage ich an diesem schönen Freitagabend, ciao, ciao. Schön, dass du geguckt hast. Schön, dass ihr geguckt habt. Wer auch immer. Dani, schönen Abend noch. Schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr sehen. Und ja, gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.